Im letzten Jahr hatten die Löwen mit dem VfL Osnabrück einen schweren Gegner in der ersten Runde des DFB-Pokals. In der kommenden Saison bekommen sie es mit einem Pokalneuling zu tun. Wo ist denn Hennef? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, irgendwo am Mittelrhein. Ja, ich denke, Nähe von Köln. Ja, ich glaube, in der Nähe von Köln. Hennef, ja, das ist irgendwo bei Köln, glaube ich. Da war ich schon mal, wo in der Jugendnationalmannschaft waren, waren öfters mal Lehrgänge. Das ist eine Sportschule. Also ich weiß schon ungefähr, wo das ist. Hennef 05, entstanden durch eine Fusion der Vereine Thura Hennef und FC Geistingen im Jahr 2005. Mit dem Verbandsligisten haben die Löwen einen leichten Gegner. Unterschätzen wollen sie ihn jedoch nicht. Wir müssen da weiterkommen, ist das überhaupt keine Frage, aber wie gesagt, wir sollten mit dem nötigen Respekt dahin fahren. Easy ist, glaube ich, im DFB-Pokal überhaupt nichts. Also easy, da so, wenn es so ins Spiel geht, dann wird es, glaube ich, das schwerste Spiel der Saison. Ich habe gespielt in der Schweiz immer die erste Runde gegen eine kleine Mannschaft. Sie haben viele Motivation und immer ist es gefährlich. Ja, erste Runde ist sowieso Pflicht. Ich glaube, es hätte schwierigere Gegner gegeben, ohne natürlich das zu unterschätzen, aber da müssen wir einfach weiterkommen. Ziel ist ganz klar, eine Runde weiter, kein Wenn und Aber. Aber man weiß ja, wie es ist manchmal im Pokal. Ja, ich denke, im Pokal muss man vorsichtig sein. Das sind eigene Gesetze, ist nicht unser Wunschgegner, aber ich glaube auch, dass das Los machbar ist. Hennef beendete die Mittelrheinliga als Tabellenerster, verzichtete jedoch aus finanziellen Gründen auf den möglichen Aufstieg in die Regionalliga West. Das Erreichen des DFB-Pokals ist mit Sicherheit der größte Erfolg der kurzen Vereinsgeschichte. Und jetzt kann sich der Verein auf Besuch aus München freuen.